Liebe Zuschauer, der erste Schreck über die Kursverluste Anfang der Woche scheint überwunden zu sein. Steigende Corona-Neuinfektionen haben den Anlegern nicht gerade in die Karten gespielt. Mittlerweile sehen wir aber auch an der Wall Street wieder eine leichte Stabilisierung. Allerdings ist natürlich die große Frage, was hält das letzte und vierte Quartal noch für Überraschungen bereit für die Anleger, für die Finanzmärkte und natürlich auch von der konjunkturellen Seite. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, mit Dr. Ulrich Stephan. Herr Dr. Stephan, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Und da hat man dann doch ein bisschen geschluckt, ich zumindest, als ich dann die Kurstafel gesehen habe vom Deutschen Leitindex am Montag, 4,5%, fast ging es nach unten. Mittlerweile sieht es nicht mehr so dramatisch aus und es wurden die steigenden Neuinfektionen mit in das Bild geholt, mit angebracht, warum es jetzt zu einer kleinen Korrektur kam. War diese Euphorie, die wir zuvor gesehen hatten, vielleicht verfrüht? Naja, man sieht zumindest, dass sich die Anleger immer wieder irritieren lassen, wenn die Zahlen denn dann steigen. Und das haben sie ja. Es kamen sicherlich noch ein paar andere Dinge dazu, wie beispielsweise die Diskussion in Amerika um das vierte Fiskalpaket, was wahrscheinlich durch die Nominierung für den Supreme Court erschwert wird. Also, dass es da noch eine Einigung geben wird vor dem Wahltag. Es gab ein paar andere Berichte, die durchaus schwieriger waren. Also da kam ein bisschen was zusammen, so dass wir eben am Montag oder zum Wochenauftakt diesen schlechten Start gesehen haben. Was wir aber aktuell auch sehen, ist ein Wechsel eigentlich, was die Branchen angeht. Denn die zyklischen Werte sind nicht mehr so stark gefragt. Banken beispielsweise, die man ja dann doch angesteuert hatte, als man annahm, dass es eine schnelle konjunkturelle Erholung gibt und weiterhin geben wird. Wir haben aber auch die Tech-Werte und insgesamt die Corona-Profiteure nicht mehr unbedingt auf der Prioritätenliste gesehen. Welche Branchen sollte man denn jetzt im Fokus haben? Naja, bei Tech waren es schon wieder einige, Apple zum Beispiel allen voran, die da sehr gut performt haben in den letzten Tagen. Insofern war das, glaube ich, mal wieder so ein typischer Corona-Trade. Man hat wieder die Profiteure von Corona präferiert und hat die zyklischen Value-Aktien ein bisschen zurückgestellt. Ich glaube, und wir diskutieren ja zunehmend darum, wann und wie ein Impfstoff kommen kann. Mit einer Zulassung wird natürlich noch nicht jeder geimpft sein, das ist ja völlig klar. Aber trotzdem glaube ich, wenn dort eine erste Zulassung erfolgt, werden die Börsen positiv reagieren, werden eben vorwegnehmen. Und dann werden vor allen Dingen die Branchen, die doch jetzt stark zurückgeblieben sind, besser performen als diejenigen, die heute schon sehr teuer sind. Ein Faktor oder die Faktoren, die momentan auch ein bisschen für Sorgenfalten auf der Stirn uns bereiten oder sorgen, ist natürlich auch das Säbelrasseln zwischen den USA und China. Wir haben einmal den Taiwan-Konflikt, WeChat, TikTok, das sind natürlich so diese Themen, die momentan den Markt auch bewegen. Und es gibt mittlerweile Kritiker oder Skeptiker, die sagen, dass dieses Säbelrasseln sich durchaus sogar zu einem möglichen nächsten Kalten Krieg heranwachsen könnte. Sehen Sie das ähnlich? Und wenn ja, welche Krisenbewältigung ist dann angesagt? Ja, also man hat gestern einen doch relativ, ich will mal sagen, aggressiven amerikanischen Präsidenten gesehen vor den Vereinten Nationen, was, glaube ich, auch mit dem Wahlkampf begründet werden kann. Also er spricht ja immer von China Virus. Also er schiebt hier die Verantwortung ganz eindeutig Richtung China, abgesehen von den ganzen Technologie-Diskussionen. Der chinesische Präsident hat natürlich, weil die Dinge vorher aufgenommen worden waren, darauf nicht reagieren können. Aber China hat ja mittlerweile auch eine, in Anführungsstrichen, schwarze Liste eingeführt, wo man dann möglicherweise amerikanische Unternehmen drauf setzen wird als Gegenmaßnahme. Also da ist schon noch einiges in der Diskussion. Ich glaube auch nicht, dass dieser Konflikt schnell lösbar ist, denn es geht um viel größere politische, militärische Ziele auf der Welt. Und insofern, ob es einen Kalten Krieg geben wird, bin ich nicht sicher. Aber dass der Konflikt zwischen den USA und China schnell lösbar sein wird, das glaube ich auf der anderen Seite eben auch nicht. Wie bewerten Sie die Auswirkungen auf auch die europäische Konjunktur diesbezüglich?
Ja, das Problem ist, dass die Europäer ein bisschen zwischen den Stühlen hängen und sich eigentlich zusammenraufen müssten, um in Dingen wie Infrastruktur, Digitalisierung und so weiter und so fort auch eigene Positionen zu besetzen. Das schaffen sie in kleinteiligen Diskussionen oft nicht. Und das ist ein wirkliches Problem. Europa hat keine Antwort bisher auf die neue Seidenstraße, hat keine Antwort auf die digitalen Entwicklungen, die sich auf sowohl amerikanischer Seite wie chinesischer Seite tun. Hier müsste Europa sehr viel konsequenter in die Zukunft investieren, in Bildung, Forschung und Entwicklung, Digitalisierung, Infrastruktur, all diese Dinge mehr. Und das hoffe ich, dass das gelingt. Also wir sind da sicherlich noch nicht zu spät. Wir sind spät, aber noch nicht zu spät. Sollte das nicht kommen, werden wir uns möglicherweise irgendwann entscheiden müssen. Und das kann dann eben unappetitlich werden. Wir sehen ja schon heute, dass beispielsweise die deutschen Automobilkonzerne ihre größten Umsatzbeiträge in der Volksrepublik erzielen, dort auch die Investitionen hingelenkt werden. Also wir sollten hier schon eine Idee, eine Antwort finden, um am Ende nicht zwischen diesen Blöcken zerrieben zu werden. Herr Dr. Stephan, zu guter Letzt, worauf sollte sich denn der Anleger im vierten und letzten Quartal dieses Jahres einstellen? Kommt da noch mal ein bisschen Jahresendrallye, Weihnachtsvorfreude, Euphorie und möglicherweise auch die schnell erhoffte Erholung oder könnte es da einen Dämpfer geben? Ja, ich glaube, dass es noch etwas wackelig sein wird, bis wir die US-Wahlen hinter uns haben. Wir haben ja dann nächste Woche das erste Fernsehduell. Im Moment führt Biden wieder etwas stärker gegenüber Trump, aber das haben wir ja auch schon vor 4 Jahren bei Hillary Clinton gesehen. Also da würde ich noch nichts ableiten. Es wird sicherlich nicht unentscheidend sein, wie dieses Fernsehduell ausgeht. Ich glaube aber dann im weiteren Verlauf, und da hat sich ja sogar das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland geäußert, recht optimistisch geäußert, dass man einen Impfstoff haben wird. Und das sollte dann der Börse nochmal Schub geben. Also wie gesagt, auf die nächsten 4 bis 6 Wochen würde ich glauben, dass es immer mal wieder in die eine oder andere Richtung geht, wegen des Wahlkampfs, Diskussion China hatten wir gerade etc. Und danach mit einem Impfstoff sollte die Börse dann nochmal zulegen können und auch in das Jahr 2021 hinein. Und allerspätestens in den nächsten 4 Wochen, Herr Dr. Stephan, sprechen wir mit Sicherheit auch noch mal darüber. Jetzt aber erstmal herzlichen Dank Sehr für gerne. die aktuellen Ausführungen. Alles Gute. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich auch alles Gute, das Beste, Gesundheit und dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dankeschön, tschüss.